Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video. Das Auto ist 2 Wochen nicht gewaschen worden, deshalb zeige ich euch heute eine detaillierte Handwäsche von A bis Z, so wie ich es mache. Als allererstes natürlich Kennzeichen ab. Das platzieren wir irgendwo sicher, damit es nicht verloren geht. Als zweiten Schritt ziehen wir uns einmal Handschuhe an. Das kann ich euch nur empfehlen. Ansonsten werden eure Finger den ganzen Tag lang stinken und das wollt ihr nicht. So, natürlich fangen wir mit den Felgen an. Dafür habe ich hier so ein kleines Set von Sonax. Ich werde euch natürlich auch alles verlinken in der Videobeschreibung, was ich hier so nutze. Da könnt ihr einmal nachschauen. Ich habe dieses Set, weil es tatsächlich am kostengünstigsten ist, wie ich finde. Für die Felgen, wir fangen natürlich mit den Felgen an, weil es sonst einfach zu dreckig wird, meiner Meinung nach. Ihr könnt es machen, wie ihr möchtet, aber ich mache es so. Ich habe einmal diesen Sonax Felgenbeast. Ich nutze den tatsächlich schon sehr lange. Der ist preis-leistungstechnisch einer der besten, weil der vor allem nicht so viel kostet und sehr gut ist, wie ich hier finde. Ich fange einfach mal an und sprühe die Felgen von oben bis unten einmal, ohne zu sparen, natürlich schön ein. Und das Ganze machen wir natürlich bei jeder Felge. Zack, zack, zack. Und lassen dann einmal ein paar Sekunden alles schön einwirken. Solange der Felgenreiniger einwirkt, fangen wir an mit der Schaumanlage. Nachdem der Schaum aufgetragen ist, lassen wir diesen 60 Sekunden lang einwirken, weil meiner Meinung nach so sich der Schmutz dann am besten lösen lässt. Und hier sehen wir zum Beispiel am Felgenreiniger am besten die lilane Verfärbung. Das deutet darauf hin, dass sich die Verschmutzung an der Felge perfekt ablösen und die Metalle dann perfekt abgehen können. In der Zeit, wo der Schaum einwirkt, befüllen wir den Eimer mit Wasser. Ich nutze hier die Ein-Eimer-Taktik oder Methode. Da ich finde, dass sie am effektivsten ist und am zeitsparendsten ist und man so den Schmutz am besten abbekommt. Natürlich braucht man dafür dann mehr als ein Waschlappen, Handwaschlappen, aber das lohnt sich dann definitiv mehr, meiner Meinung nach. Leider haben wir bei dieser Waschanlage, die nicht meine normale Waschanlage ist, sondern eine Ersatzwaschanlage, da meine Hauptwaschanlage leider kaputt gegangen ist und derzeit in Reparatur ist, haben wir hier leider keinen Wasserhahn, deswegen müssen wir ein wenig improvisieren und das Wasser per Flasche, per Flaschen, Kistenflaschen einmal auffüllen. Bei der Ein-Eimer-Methode ist es relativ wichtig, dass man mehr als 5 Handschuhe dabei hat. Man spart sich dann natürlich den Eimer und die Kosten für den Eimer, muss dafür aber ein paar gute Handschuhe haben. Ich habe eigentlich relativ gute, ich glaube für 8 Euro haben meine gekostet. Das hat sich eigentlich relativ gelohnt, 8 Euro für insgesamt 4 Stück waren das, glaube ich. Ich habe insgesamt 5. Die sind relativ gut, die verlinke ich euch natürlich auch in der Beschreibung. Wichtig bei der Ein-Eimer-Methode ist, dass man die Handschuhe jeweils nur einmal benutzt. Das heißt, wir packen die dann nicht wieder in den Eimer und nutzen sie dann mehrmals, weil wir den Schmutz dann quasi abwaschen würden und sie sich auf den anderen Handschuh dann, auf die andere Handschuhe dann übertragen würden. Das wollen wir nicht. Aber genau das ist unsere Absicht. Und deswegen haben wir mehrere Handschuhe. Sobald der Eimer dann voll ist, was ein wenig länger gedauert hat als gedacht, nutze ich dann hier einmal das Glanzshampoo von Sonax. Das ist auch aus dem Set. Davon mache ich immer ein wenig rein. Circa 1-2 Deckel. Das sollte auf jeden Fall reichen. Da gibt es jetzt keine genauen Maße oder so. Ja, das ist der eine Handschuh, den packe ich hier schon mal rein. Hier habe ich die restlichen 4 Stück. Die werden auch hier reingepackt und eingetunkt, damit es einmal schön schäumt. Dann packen wir uns den ersten Handschuh, stecken den Arm rein. Und dann geht es auch schon los. Wir fangen ganz oben an. Wichtig, ganz oben anfangen. Ansonsten übertragt ihr den Schmutz von unten nach oben. Das wollen wir nicht, weil unten der größte Schmutzfaktor beim Auto ist. Das Gute an den Handschuhen, man kommt wirklich in jede Ecke und muss sich keine Sorgen machen, dass man hier mit den Fingern nicht in irgendeine Rille reinkommt. Das ist der Vorteil an der ganzen Sache. Deswegen nutze ich die Methode eigentlich ganz gerne, weil sie effizient ist einerseits, Zeit spart und wirklich sehr detailliert ist und man in jede Ecke kommt. Sobald ich merke, ich habe eine dreckige Stelle erwischt, dann ziehe ich den Handschuh einfach aus und wechsle die Seite, damit ich mit der dreckigen Stelle oder mit der Vogelkacke nicht nochmal über den Lack gehe. So, den ersten Lappen habe ich jetzt für den oberen Teil genommen. Diesen nehme ich jetzt auf jeden Fall ab und mache ihn nicht wieder in den Eimer, sondern lege ihn einfach daneben und nehme mir einfach einen neuen. Damit bearbeite ich dann den Mittelteil des Autos
und gehe hier in geraden Streifen, wie gewohnt, immer schön entlang. Super wichtig ist natürlich auch, den Innenraum dabei zu reinigen. Wenn wir schon dabei sind, einmal hier die Türen entlang. Das ist eines der Stellen, die man öfter mal vergisst. Ist aber super, super wichtig. Somit wären wir auch fertig. Die Eimer kommen zur Seite. Ich habe noch 3 Handschuhe übrig. 2 Handschuhe reichen vollkommen aus. Jetzt spülen wir das Ganze einmal ab und sehen, wo wir noch nacharbeiten können. Ich würde sagen, let's go. So, jetzt ist er abgespült und jetzt schauen wir mal einmal, wo genau noch was fehlt und korrigieren das einmal nach. So, sobald wir abgecheckt haben, ob alles super glänzt und super sauber ist, kommt es zu den Felgen. Bei den Felgen habe ich hier so ein Schätzchen, kostet gerade mal 8 Euro, super Teil. Das hier vorne kann man abziehen und ein neues drauf machen. Damit kommt man in jede Ecke der Felge. Und die beste Investition, die ich seit langem fürs Auto getätigt habe, wenn ich ehrlich bin. Für 8 Euro kann man da nichts falsch machen. Und dann kann es direkt losgehen mit den Felgen, immer schön zwischen die Speichen. Damit kommt man in wirklich jede Ecke. Und das ist das, was wir hierfür brauchen. So, schön an der Oberfläche auch. Zack, zack, zack. Damit alles schön sauber wird und glänzt. Und das natürlich bei jeder Felge. Wenn ihr die Felgen wascht, beachtet bitte, dass ihr vorher nicht ordentlich Kilometer gefahren seid, auf der Autobahn oder so, damit diese nicht heiß sind. Sonst kann das Ganze nicht so schön für euch enden. So, die Felgen sind eingerieben, eingeschäumt, sauber gemacht. Und jetzt kommt es nochmal zur Klarspülung. Klarspülen. Und da wird das Ganze natürlich noch einmal final abgetragen. So, jetzt sind die Felgen blitzeblank, das Auto glänzt, alles ist super. Jetzt kommt zum wichtigsten Part meiner Meinung nach, zum Abtrocknen des Autos. Es ist komplett nass, sollte man so losfahren, wird es natürlich Schlieren geben. Dafür gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Die meisten nutzen dafür solche Tücher, nehmen die und ziehen die einmal hier lang. Meiner Meinung nach ist das aber nichts, als Schlieren ergibt und einfach nicht schön aussieht. Deshalb habe ich eine eigene Methode erfunden. Dafür habe ich nämlich so ein schönes Baby. Das Teil ist, habe ich einen Schnapper gemacht. Das kostet bei Amazon derzeit, glaube ich, knappe 100 Euro. Und ich kann es wirklich jedem empfehlen. Hier, wie man sieht, haben wir 2 rausnehmbare Akkus. Die kann man aufladen, reinstecken. Und das Teil hat wirklich ordentlich Power. Also für 100 Euro kann ich das wirklich nur jedem empfehlen. Seht einfach mal selbst. Der größte Vorteil an dem Ding ist, man spart sich enorm viel Zeit. Es kommt in wirklich jede Ritze, also vor allem bei den Felgen, wenn man hier einmal schaut. Da muss ich nicht mit dem Tuch überall lang gehen. Da mache ich einmal das Teil hier an. Und schon sind die ganzen Dinger innerhalb von 2 Sekunden trocken. Also das ist der größte Vorteil meiner Meinung nach. Und für 100 Euro macht man hiermit wirklich nichts falsch. Vor allem bei diesen geriffelten Dingern an der Front, da ist es wirklich nervig, mit dem Tuch entlang zu gehen. Die kleinen Details kann man natürlich dann auch mit dem Tuch machen, da sage ich nichts gegen. Aber für das ganze Auto wäre mir das ehrlich gesagt ein wenig zu viel. Deshalb habe ich immer ein kleines Handtuch dabei. Natürlich ein besonderes Handtuch, das hat so viele Fasern, dass es halt möglichst viel aufsaugt. Das kann, glaube ich, 2 Liter aufsaugen, wenn ich mich nicht irre. Dann mache ich die ganzen Details, fahre ich noch mal einmal drüber, obwohl hier nicht mal allzu viel ist. Und nimm das alles mit, damit es wirklich furztrocken ist und es keine weiteren Schlieren gibt. So, da mir gerade aufgefallen ist, dass ich 1-2 Stellen vergessen habe, was immer mal wieder passieren kann, habe ich natürlich einmal ein Ersatztuch dabei. Wichtig bei dem Tuch, benutzt es bitte nicht für die Felgen. Also entweder ist es ein Felgentuch oder ist es ein Lacktuch.
Hierbei habe ich so ein Scheibenklar Pure Water von Sonax, so ein Reiniger. Diesen nutze ich dann zum Beispiel auch für die Scheinwerfer, weil die dann immer so schön glänzen. Und vor allem vorne ist dann immer das Problem mit den Fliegen. Das kann ich damit ganz gut beseitigen. Zum Schluss nutze ich hier so eine Reifenpflege. Das finde ich immer ganz wichtig. Ich finde das nämlich schrecklich bei den Reifen, wenn die hier ausgeblasst sind und so hässlich aussehen. Da die Reifen der einzige Punkt sind, der die Straße wirklich berührt, finde ich das immer ganz wichtig. Da gebe ich hier mal so zwei kleine Sprühe auf den Schwamm und fahre dann immer hier schön entlang, dass das Ganze dann wieder schön glänzt. Hierbei ist es nicht allzu schlimm, wenn es auf die Felgen tropft. Das ist ein fettloser Reifenreiniger, deswegen gibt es keine hässlichen Abdrücke oder jegliches. Der löst sich dann wieder auf, aber die Reifen bleiben schön glänzend schwarz. Hier kann man das, glaube ich, vielleicht ein bisschen besser sehen. Wenn das Ganze antrocknet, sieht man hier Vorher-Nachher-Effekt. Vorher sah es so aus, gelb, ausgeblichen. Und jetzt sieht das wieder so aus, als hätte ich neue Reifen drauf. Im Groben und Ganzen war es das Ganze. 20 Minuten Schnellwäsche, mir geht es um die Zeit. Ich will mit dem Auto fahren und nicht putzen, wie gesagt. Und ich mache es meistens work smart, not hard. Schreibt gerne in die Kommentare, was für Produkte ihr so nutzt, ob es Verbesserungspotenzial gibt. Ich bin nämlich immer auf der Suche nach neuen Produkten. Ansonsten bedanke ich mich. Über ein Like würde ich mich freuen und ich wünsche einen schönen Tag. Ciao.